Hallo, hier ist wieder eure Gartenfilmaja. Wir befinden uns heute an einem Ort, den habt ihr schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr auf diesem Kanal gesehen. Wundert euch deswegen nicht, wenn jetzt nicht im Titel steht Update Bachlauf, sondern diverse andere Wörter, Pronomen. Da ich denke, dass dieses Thema vielleicht auch für einige noch unbekannt ist, für einige neue Zuschauer des Kanals. Denn wir können jetzt mal wieder einen Blick werfen in den Bachlauf. Beim Bachlauf handelt es sich ja um einen Wasserfluss, gespeist aus den Aquarien hier. Hier pumpt eine Pumpe das Wasser über einen Schlauch hier hinten hoch in den Bachlauf. Und das Wasser fließt dann über den ganzen Bachlauf lang, wird durch alle Pflanzen gefiltert, durch das ganze Filtermaterial gefiltert, das sich im Bachlauf befindet, und tropft dann hier in das Aquarium und hier auch wieder ins Aquarium hinunter. Das ist eben eine gewisse Form, eine Filtertechnik für das Aquarium bzw. die Aquarien und einer Hydroponik, also einer hydroponischen Kultur der Anlegung von Pflanzen in Wasserbereichen. In diesem Sinne eben in einem nachsimulierten Bach, in einem Bachlauf. Man kann hier auch verschiedene Pflanzen entdecken, nachdem ich mich am Kopf gekratzt habe, mit meinem Rückenkratzer, die sich für so einen Bachlauf eben sehr gut eignen lassen. Für die Zuschauer unter euch, die mich immer verfolgen, werden natürlich die meisten dieser Pflanzen bekannt sein. Wir haben hier zum Beispiel eine UFO-Pflanze, die sich schon echt krass entwickelt hat. In den letzten Videos des Bachlaufs war die nur hier oben. Da hat man nur hier oben die ersten Austriebe der UFO-Pflanze gesehen. Und inzwischen hat sie hier diesen langen Ast, wirklich langen, krassen, stabilen Ast, der sich bis nach hier vorne entwickelt hat. Und dazu geführt dass wir hier eine sehr große UFO-Pflanze haben. Wir haben hier die Kletterfeige, den Kletterkaktus, die Kletterfeige, glaube ich, die sich hier entlang schlängelt. Wir haben hier ein paar Efeututen, ich glaube Philodendren. Wir haben hier verschiedene Moosarten. Zum Beispiel haben wir auch hier unten Farnmoos. Oder weiter oben hier, ganz hinten, haben wir auch das Frauenhaarmoos, das man nicht so gut erkennen kann. Oder auch, hier sieht man ein Schiff, oder auch das Spießmoos. Also wir haben hier verschiedene Moose, die eben auch dafür sorgen, dass Wasser aufgenommen wird, Wasser hier hinuntertropft, bis hin eben hinein in das Aquarium, um eben dieses auch zu bewässern, respektive auf eine gewisse Weise zu filtern. Weiterhin können wir hier auch noch verschiedene Pflanzen sehen, wie verschiedenfarbige Efeututen oder das Fensterblatt, also verschiedene Monstera-Arten über das ganze Becken hinweg. Wir sehen hier auch verschiedene Farne. Also in dem Sinne hat sich alles nicht wirklich verändert im Vergleich zu den letzten Videos, aber es hat sich durchaus weiterentwickelt. Wir sehen ja hier auch diesen recht langen Strang, der sich hier erstreckt über die ganze Decke. Was momentan natürlich eher weniger zu sehen sind Tomatenpflanzen. Aber auch bei denen werde ich sicherlich mal wieder ein paar einsetzen, die sich dann entwickeln werden. Aber das ist so im Groben und Ganzen erst einmal das aktuelle Update des Bachlaufs, wie das Ganze eben so aussieht. Und für alle Zuschauer, die das Thema noch gar nicht kennen, kann ich auf jeden Fall die ersten Videos zu diesem Thema empfehlen. Bachlauf, da findet man recht viel auf dem Kanal, wie der Bachlauf gebaut worden ist, wie er im Detail funktioniert. Aber ich denke doch, dass das Prinzip recht klar geworden ist, dass man eben hier diese Wasserbrücke hat, die dafür sorgt, dass der Wasserpegel in beiden Aquarien ausgewogen ist, das Wasser, das eben im Bachlauf in die Becken fließt und diese somit filtert und eben letztendlich auch, wie ich es bereits genannt habe, dazu dient, verschiedenen Pflanzen eine Heimat zu bieten. Ansonsten kann man ja auch aus der Perspektive hier mal mehr oder weniger einen Blick von oben hinab ins Aquarium werfen. Wir sehen hier nicht nur diese schöne Schiffchendekoration hergestellt, nicht von mir, aber auch sehr schön aus Feuerhölzern, aus Streichhölzern.
Das kennt man ja. Manche Leute bauen solche Konstruktionen auch aus Eisstielen, wenn man Eis gegessen hat und die Eisstiele aufhebt. Normalerweise tue ich die Eisstiele, die Holzeisstiele immer weg, aber vielleicht sollte ich sie auch mal aufheben und dann irgendwann daraus was bauen. Wenn ich die letzten 20 Jahre alle Eisholzstiele aufgehoben hätte, hätte ich jetzt ganz schön viel Holz. Naja, wenn man hier einen Blick wirft von oben in die Aquarien, dann sieht man hier auch verschiedene Wasserpflanzen, die man bereits kennt, wie die Muschelblumen und diverse Seerosen, wie auch das Lemna, das sich über das ganze Becken hinweg erstreckt. Finde ich ja immer wirklich sehr schön und freue ich mich immer drüber über das Lemna und auch die Seerosen. Ja, an der Wasseroberfläche hier sieht man nicht so viel des Aquariums, abseits dieses lustigen Bootes, das hier schwimmt. Müsste ich vielleicht mal bei dem einen Guppy-Aquarium von mir auch einsetzen. So ein Holzboot, das auf dem Wasser schwimmt. Aber die Aquarien, die ich habe, ansonsten, also das Guppy-Aquarium zum Beispiel, die sind ja nicht oben offen, sondern oben geschlossen. Und da lässt sich so ein Boot dann eher schlecht einsetzen. Aber wo wir bei dem Thema sind, sieht man hier natürlich auch, dass die Aquarien offen sind nach oben hin. Denn sonst könnte dieses ganze System gar nicht so gut funktionieren. Aber man sieht doch, dass auf jeden Fall wir hier eine recht prächtige Pflanzenvielfalt haben. Unter anderem sieht man hier zum Beispiel auch noch den Lucky Bamboo, der hier nach oben wächst. Das sind sehr gut geeignete Pflanzen für das Aquarium. Die kann man sehr schön integrieren. Die bilden dann ihre Wasserwurzeln und wachsen eben auch aus dem Wasser heraus. Das heißt, das sind Über- und Unterwasserpflanzen. Und die benutze ich auf jeden Fall auch sehr gerne und sehr häufig in den Aquarien. Werfen wir einen Blick hier in das Becken, können wir zum Beispiel einen Guppy sehen, der gerade eine Futterflocke frisst und hier entlang schwimmt. Oder diverse Platys. Jetzt ist er weggeschwommen, Mann. Den wollte ich euch gerade zeigen. Hier unten kommen Platys, aber die sind sehr scheu. Hier sehen wir auch noch einen Platy oder hier oben noch einen Platy, einen ganz jungen Platy, die jetzt auch auf der Suche nach dem Futter sind. Also man kann sehen, dass die Fische sich durchaus recht wohl hier fühlen. Die haben auch eine schöne Färbung, eine schöne Form, eine gute Figur, keine gute Figur. Also da kann ich mich nicht beklagen. Hier ist auch noch ein junger Platy und hier ist dieser Guppy. Keine Ahnung, wie der hier reingeraten ist. Aber der befindet sich hier auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, das war einer der Guppies, die der Aquarianer mal eingesetzt hat. Ich glaube, die kamen aus meinem anderen... Doch, ich glaube, das waren die Guppies, die aus meinem anderen Aquarium gekommen sind, die er hier eingesetzt hat. Tja, so sehen wir sie auch mal wieder. Das ist faszinierend. Der hat eine wirklich krasse Orangefärbung, diese eine Platy hier, im Vergleich zu den anderen Fischen. Also man kann schon sehen, hier sehen wir auch die... wo ist sie denn? Schnecke, da. Die ein oder andere Schnecke an der Scheibe. Das ist auf jeden Fall doch ein recht schönes Aquarium. Die Scheiben sind momentan auch sehr sauber, wie man das hier sehen kann. Deswegen kann man hier auch die Schnecke aus der Nahaufnahme sehen. Oder wirklich immer wieder faszinierend. Nein, das ist so schwierig, das zu filmen, diese Mützenschnecken. Ist das so besser? Nein. Kann ich leider nicht richtig filmen, diese Mützenschnecke. Aber wir sehen hier nochmal mehr oder weniger einige Fische des Beckens. Viel mehr sind es auch nicht. Ich glaube, es sind momentan 6 Platys oder so in dem Aquarium. Da sehen wir die Mützenschnecke. Naja. Und so schwimmen sie hier durch das Becken, durch die Gegend. Hier unten sehen wir auch noch eine Garnele, die sich getarnt hat. Sie ist exakt mit dem Boden verschmolzen. Ich glaube, das war auch eine der Garnelen aus meinem anderen Aquarium. Die hat sich hier echt integriert. Keine Ahnung, ob die immer schon so aussah. Aber sie ist mit dem Boden verschmolzen, wirklich. Das ist doch beeindruckend, die Tiere nach und nach wiederzusehen, die man vorher so beherbergt hat. Und hier unten in der Ecke sehen wir noch, wie sich diese Knolle bewegt. Dann habe ich mich schon gefragt, woher denn diese Bewegung stammt. Aber das sind diese kleinen Wasserasseln, die für die Bewegung dieser Knolle sorgen. Auch wirklich sehr faszinierend. Da hinten ist eben auch eine abgesunken, die über den Boden robbt. Was es nicht alles gibt in einem Aquarium. Hier in dem anderen Becken sehen wir noch ganz interessant, wie die Seerosenknolle hier im Wasser treibt und überall ihre Verästelung bis an die Oberfläche des Beckens zieht. Hier sehen wir überall diese
Spinnen. Spinne. Wo ist die Spinne hin? Da ist die Spinne. Ein bisschen unscharf. Da ist sie. Da ist die Spinne. Also wir sehen nicht überall die Spinnen, sondern wir sehen überall die Verästelungen der Seerose, die bis an die Wasseroberfläche steigen und dort ihre Blätter ausbreitet. Hier überall. Hier sehen wir auch noch einen weiteren Fisch, der sich hier das Fischfutters bedient und sogleich wieder wegschwimmt. Und hier, das sehen wir hier auch noch. Hier sehen wir auch noch eine Seerose, die nach oben treibt. Also nicht die Seerose, die Knolle ist am Bodengrund verankert, aber die einzelnen Blätter treiben nach oben. Und eine Schnecke nutzt sogar den Stängel der Seerose als Leiter, um nach oben zu schnecken. Wahrscheinlich bis zur Spitze. Hier, das können wir sehen. Sie hat sich von beiden Seiten umschlungen an den Stängel der Seerose und knabbert wahrscheinlich daran ab und kriecht nach und nach zu Boden. Hier sehen wir nochmal einen Fisch. Ist es der gleiche? Ist es ein anderer? Das weiß ich nicht so genau. Schwupp, aufgegessen. Ja, ganz schön gefräßig, diese Fische. Und die Schnecke ist weiter nach oben gestiegen. Aber das ist noch ein ganz schön langer Aufstieg. Bis an die Oberfläche. Das war's dann jetzt mit diesem Video zu den Aquarien, zum Bachlauf, zu einem generellen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Kommentare freue ich mich auch immer sehr. Über etwaige Verbesserungsvorschläge auch. Wahrscheinlich muss man hier mal gucken wegen den Lichtern. Die eine Lampe ist kaputt gegangen. Also nicht die, sondern die andere. Und dementsprechend... hier sieht man auch noch einen Makropoden. Dadurch, dass die Lampe kaputt gegangen ist, kann man das eine Becken nicht mehr so gut sehen und da halten sich die Pflanzen nicht mehr ganz so ideal. Da muss auf jeden Fall ein Austausch beschaffen werden. Ja, und hier sieht man eben den Makropoden noch. Während der Verabschiedung. Ist es mit Blitzlicht besser? Naja. Vielleicht ein bisschen. So, da schwimmt er wohl wieder weg. Nach und nach. Ach, doch nicht. Hier sehen wir ihn aus einem schönen Blickwinkel. Angeleuchtet von mir im Detail. Und das während der Verabschiedung. Jetzt will er sich gar nicht mehr verabschieden. Sondern schwimmt hier die ganze Zeit. Sieht man auch mal den Größenvergleich. Plati, Makropode. Plati, Makropode. Faszinierend, dass die sich so gar nicht wirklich stören. Naja, jetzt habt ihr ihn ja auch im Detail gesehen, den Makropoden. Also, unterbrochen in der Verabschiedung. Ich wollte mich bedanken und mich verabschieden. Und wir sehen uns dann bald wieder. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.